Der Abzug der NATO-Truppen aus Afghanistan hat begonnen. Das hat das Militärbündnis am Abend in Brüssel bestätigt. Er dürfte mehrere Monate dauern. Die Taliban-Rebellen haben ihre Angriffe zuletzt deutlich verstärkt. Außenminister Maas hatte gestern die deutschen Soldaten, die noch am Hindukusch stationiert sind, überraschend besucht. Er versprach allen Afghanen, dass Deutschland sie auch nach dem Truppenabzug weiter unterstützen werde. Zugeschaltet ist jetzt Harald Kujat, ehemaliger Bundeswehr-Generalinspekteur und ehemaliger Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Willkommen und guten Abend bei Welt. Ist das der richtige Zeitpunkt, sich aus Afghanistan zurückzuziehen? Herr Klug, der richtige Zeitpunkt war schon vor Jahren. Und dass wir es jetzt tun, das ist wirklich überfällig. Wir müssen uns daran erinnern, dass wir nach Afghanistan gegangen sind, weil wir Solidarität demonstriert haben mit unserem wichtigsten Verbündeten, der ja angegriffen war vor fast 20 Jahren. Wenn dieser Verbündete nun rausgeht aus Afghanistan, dann ist unsere Solidarität auch nicht mehr gefordert. Aber es kommt noch etwas anderes hinzu, und das ist ganz wichtig. Ohne die Vereinigten Staaten wäre die Sicherheit dieses Einsatzes für unsere Soldaten aber auch nicht im geringsten zu gewährleisten. Insofern aus beiden Gründen ja, wir müssen raus, und zwar so schnell wie möglich. Aber ich füge auch hinzu, der Rückzug ist eine der schwierigsten militärischen und gefährlichsten militärischen Operationen überhaupt. Wir müssen sichergehen, dass aus dem Rückzug keine Flucht wird. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt für die Sicherheit unserer Soldaten. Aber so oder so, Herr Kujat, was hinterlassen wir denn in Afghanistan? Tatsächlich ein stabiles, in sich gefestigtes Land? Wohl kaum. Nein, überhaupt nicht. Wir müssen uns darüber im Klaren sein. Und deshalb ist das, was der Außenminister dort der afghanischen Regierung gesagt hat, überhaupt nicht zu verantworten. Das muss als Hohn empfunden worden sein von den Afghanen. Nein, wir hinterlassen eine Operation. Wir haben eine Operation durchgeführt, die nicht militärisch, aber politisch gescheitert ist. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die Taliban in aller Kürze dieser Regierung beitreten werden und dann nach relativ kurzer Zeit dort auch die Verantwortung in diesem Land, die Regierung in diesem Land übernommen haben werden. Das ist sehr bedauerlich. Das ist insbesondere für die Menschen in Afghanistan bedauerlich, weil sie alles das oder jedenfalls das meiste von dem, was sie in den letzten 20 Jahren an positiver Entwicklung feststellen konnten, nicht mehr aufrechterhalten sehen werden. Aber das ist einfach die Realität. Aber Herr Kujat, in diesem Moment, das, was Sie sagen, natürlich ist dann die Mission gescheitert. Alle, die sich bemüht haben, in den letzten 20 Jahren das Land zu befrieden, den Menschen etwas Zuversicht, etwas Hoffnung, etwas Zukunft zu bringen. Herr Klug, Sie haben völlig recht, dass diese Mission gescheitert ist. Aber ich betone noch einmal, sie ist politisch gescheitert. Die militärische Operation kann nur die Voraussetzung für eine positive politische Entwicklung schaffen. Sie kann diese Entwicklung nicht selbst herbeiführen. Wir sind politisch dort gescheitert, und das nicht heute, sondern bereits vor 10 Jahren. Okay, militärisch also nicht, wie Sie sagen, politisch. Was hätte man denn flankierend unternehmen müssen, um auch das Land politisch so zu stabilisieren, dass die Menschen eben Zukunft und Hoffnung haben? Wir hätten vieles anders machen müssen. Wir hätten ähnlich, wie wir das auf dem Balkan gemacht haben müssen, die afghanische Regierung, die Demokratie, wie sie die Vereinigten Staaten wollten, nicht im Hauruck-Verfahren etablieren sollen, sondern wir hätten zunächst für stabile Verhältnisse sorgen müssen. Zweitens, wir hätten nicht das in einer Weise tun sollen, dass wir sogenannte Lead Nations, also Nationen dort etablieren, die für bestimmte Bereiche Verantwortung übernehmen. Erinnern Sie sich bitte daran, Deutschland hatte am Anfang die Verantwortung für die Ausbildung der Polizei. Die Italiener hatten die Verantwortung für den Aufbau eines Justizsystems. Die Briten hatten die Verantwortung dafür, den Drogenanbau zu verhindern. Wir sind in allen diesen wichtigen, entscheidenden Fragen gescheitert, auch daran, weil wir zu früh
auf die Demokratisierung gesetzt haben, weil wir dieses Land zu früh in die Unabhängigkeit entlassen haben und weil wir vor allen Dingen nicht bereit waren, eine zentrale Verantwortung in der ersten Zeit zu übernehmen, also mit einem hohen Repräsentanten beispielsweise, so wie wir das auf dem Balkan gemacht haben. Diese politischen Fehler haben sich mit der Zeit immer mehr ins Negative entwickelt und haben auch dazu geführt, dass die Taliban über die Jahre immer mehr an Einfluss gewonnen haben, auch militärisch immer stärker geworden sind und dass sie nun auch in der Lage sein werden, in diesem Land die politische Verantwortung zu übernehmen. Militärisch sind sie darauf vorbereitet. Wir werden das in relativ kurzer Zeit sehen. Sagt Harald Kuja, der ehemalige Bundeswehr-Generalinspekteur und ehemalige Vorsitzende des NATO-Militärausschusses. Recht vielen Dank, Herr Kuja, für das Gespräch. Gerne.